Abend, Mr. Jones. Lass uns allein. Glückwunsch. Sie haben es selber geschafft. Sagen Sie mir, für wen arbeiten Sie? Na gut. Dann sagen Sie mir wenigstens, wie Sie in der Datei gelandet sind. Na gut, weil Sie es sind. Es hat viel Vorbereitung gebraucht. Musste an jede verfügbare Information gelangen. Jeden einzelnen Ablauf in dem System kennen. Dann war ich bereit. Ab dann war es nicht mehr schwer. Ich musste nur ihren Hauptserver umgehen, um mich dann schließlich ins Netzwerk einzuschleusen. Den Hauptserver umgehen? Genial. Wieso sind Sie denn noch reingebrochen? Wenn Sie doch alles von draußen steuern konnten. Nun, selbst Ihr naives Sicherheitssystem hat seine Stärken. Es erlaubt zum Beispiel keine Datenextraktion von außen. Also muss ich vor Ort sein. Unbekannter Eindringling am Ostflügel. Wache 134 wurde angeschossen. Wir brauchen dringend Unterstützung. Nee, ist alles okay. Es ist aus. Tja, da wäre Ihr kleiner Feldzug auch schon zu Ende. Niemand kann in meine Zentrale einbrechen. Nicht wirklich. Ihre Wachen, die sind nicht gerade die talentiertesten. Gut, ich muss zugeben, Sie hatten einen guten Plan. Wie Sie meine Kameras umgingen, meine Wachen ausschalteten und schließlich die Kryptdatei greifbar war. Aber so leicht würde ich mich nicht geschlagen geben. Sie wurden gefangen und jetzt sind Sie hier. Eigentlich würde ich Sie für dieses Reisetat umbringen lassen. Aber da ich überaus gnädig bin, mache ich Ihnen ein Angebot. Mann, bin ich ein Glückspilz. Kennen Sie das Unternehmen Richard Security Industries? Nein. Der Inhaber des Unternehmens, Steve Richards, macht mir seit Jahren Probleme. Ich muss ihn und alles, wofür er steht, vernichten. Ja. Und wofür brauchen Sie da jetzt mich? Nun, bevor ich Ihnen Ihre Aufgabe zuteile, muss ich wissen, ob Sie hier arbeiten. Hier arbeiten? Schon längst getan. Ah, Michael. Los.